Hi liebe Fußballfreunde und Buenos Dias aus Madrid. Ihr seid live dabei, wenn wir jetzt das Viertelfinale in der Copa del Rey spielen. Ihnen erstmal im Hinspiel bei Deportivo Alaves. Und es gibt viel zu tun. Wir starten also gleich wieder rein. Wir nehmen Kurs auf den Meistertitel. 5 Punkte haben wir Vorsprung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und es steht noch etwas Wichtiges an diese Woche, nämlich wir verlängern unseren Vertrag für die nächste Woche, fürs nächste Jahr. Beziehungsweise wir würden gern 2 Jahre bleiben. Und es wäre sehr wichtig, dass wir bei Ausstieg eine Option kriegen. Konnten schon mal 2 Jahre hochhandeln, okay. Und schauen wir mal, ob wir wenigstens was beim Geld machen können. Sie wollen uns nicht gehen lassen. Okay. Damit ist es erstmal gescheitert. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich brauche unbedingt die Option auf den Ausstieg. Sonst bringt uns das nichts. Sonst müssen wir da bleiben. Während ich hier vor mich hin philosophiere, hat West Ham United den europäischen Supercup gewonnen im Endspiel gegen Paris Saint-Germain. Und Buku soll zu Juve gehen. Ja, warum eigentlich nicht? Geh doch. Dann schauen wir mal, wie wir uns gegen Deportivo Alaves machen. Den Wechsel gegen Juve, zu Juve habe ich jetzt durchgelassen, aus dem einfachen Grund, wir werden Spanien eh verlassen und müssen noch nach Italien, unter anderem. Vielleicht kommt ja Juve und dann hätten wir einen starken Spieler. Oh, da ist er. Sauer. Wir führen auf jeden Fall 1-0 gegen Deportivo Alaves. Girona führt 1-0 gegen Athletic Bilbao. Osasuna 2-1 gegen Barça. Tja, war jetzt sicher kein Feuerwerk, was wir hier machen. Aber 1-0 gewonnen, jo. Kann man so lassen. Gladbach gegen Bayreuth. Oh. Damit ist Schlotterbeck gesperrt, okay. Rayo Vallecano. Oh, Lorente. Oh, was sehr interessant ist, die haben Federico Bernardeschi geholt und Nuno Gomez. Wow. Juve hat Bernardeschi abgegeben. Interessant. Interessant. Na gut. Und Sterinho will ich mal sehen. Wir führen übrigens 1-0 durch Lorente. 5 Punkte Vorsprung. Die Frage ist natürlich, wenn wir weiter so toll punkten, setzen wir alles auf eine Karte und sind nach einem Jahr wieder weg. Ist jetzt schwierig. Schlotterbeck. Schauen wir mal, sie wollen. Und noch will man nicht mit mir sprechen. Okay. Meine Aussprache. Ah ja, okay. Na, sie wissen, was ich will, aber sie wollen mich nicht gehen lassen. Verstehe ich natürlich auch. Die wissen, dass ich beim nächsten Angebot weg bin. Aber wir haben jetzt noch eine Ausstiegsklausel.
Wissen wir schon. Brentford auf jeden Fall. Schlägt sie super gegen West Ham. Der will aber nicht. Okay, Handwerker will noch nicht. Er will weiter Single sein. Leipzig gegen Juve. 1-0 für Leipzig. Juve muss jetzt was machen, denn damit werden sie raus. Ja, damit sind sie raus. Ganz klar. Real 1-0. Aber auch raus. Wolfsburg und Manchester weiter. Rom und Sevilla weiter. Oh Gott. Liverpool und die Fiorentina raus. Und hier sind Wolverhampton und Lille weiter. Paris Saint-Germain und Dortmund raus. Und hier ist raus Juve und Osasuna. Wow. Wir machen uns auf die Reise nach Sevilla. 19. gegen den 1. Also, ihr wisst, was das heißt. Erling Haaland weiß, was das heißt. 7 Punkte sind wir jetzt vorne. Tim Handwerker, sein 8. Tor. Eins ist auf jeden Fall klar, egal zu welchem Verein wir gehen werden. Über groß oder lang, kurz oder lang werde ich natürlich versuchen, Tim Handwerker nachzuholen. Der Mann ist ja Gold wert. 9. Tor. Als Linksverteidiger, Leute, das ist unglaublich. Geben wir Korea nochmal die Chance. Und Kimi, solche spielen schon mal ein bisschen. Männer, wir behalten unsere Taktik bei. Konzentriert weiterspielen. Ja? Tim Handwerker. Für mich der Spieler der Saison bei uns, definitiv. Autoro Monstrinho. Macht einen Doppelpack, ganz klar. Warum auch nicht? Der empfiehlt sich mal so richtig. Handwerker, 10. Tor von ihm. Unglaublich. Weiterhin 5 Punkte vorne. Hattrick von Tim Handwerker. Unglaublich. Erling Haaland auf 1 und auf Platz 4 kommt Tim Handwerker, ganz klar. Handwerker muss ja hier ganz klar dabei sein. Also, wow. Eintracht Frankfurt. Nee, das bringt mir alles nichts. Okay, jetzt sind wir ein paar Rotgesperrte drin. Interessant ist eigentlich, wenn ich so überlege, dass wir mittlerweile die deutsche Meisterschaft geholt haben und jetzt hier auf dem Weg zur englischen Meisterschaft sind, aber bisher noch nie in der Champions League gespielt haben. Dürften, wenn ich mich recht erinnere, Europapokalspiele haben wir gemacht, genau. Aber doch nicht in der Champions League. Richtig. 52% haben wir mittlerweile gewonnen, das ist schon mal gut. So, jetzt schauen wir mal. Ich will Korea drin haben. Ich will Monsterinho drin haben. Ich habe bei Monsterinho ehrlich gesagt ein gutes Gefühl, dass der uns richtig gut helfen könnte. Wenn Hakimi nicht da ist. Korea. Angel Korea. Haben wir mal ein glückliches Händchen bewiesen. Erling Haaland. 2-0. 5. Tor im Pokal. Jetzt auch noch rot für Alaves. Das spielt uns natürlich in die Karten. Angel Correa mit seinem 2. Tor, ganz klar. Pons. Da geht nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, Kuna darf noch mal ran.
mit heißem Herzen, aber mit kühlem Kopf. Das ist die Devise. Weiter so. Warum nicht? Haaland, 6. Tor. Ja, ganz klar. Der Halbfinaleinzug. Schlotterbeck. Llorente. Kein Durchkommen. Gut. Auch gut. 4-0. Doppelpack. Korea, Doppelpack. Haaland. Das gefällt mir. Oh, Crotone. Hat sich immer noch in der ersten Liga, natürlich dank uns, hat sich durchgesetzt bis ins Halbfinale und spielt dort gegen Cagliari. Gegen Sardinien. Girona. Ja, das ist eine Aufgabe, die mir gefällt. Könnte schlimmer sein. Warum nicht? Erster gegen Vierter. Villarreal. Alfredo Santana kriegt die Gelbe. Der Torhüter. Bei Villarreal. Okay. Schauen wir mal, ob Angel Correa da noch was retten kann. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Hat mir gut gefallen im letzten Spiel. Haha, da ist er schon. 71. Minute, Angel Correa. Bleibt beim 5-Punkte-Vorsprung. Das tut's, Angel Correa. Da haben wir ein sehr gutes Händchen bewiesen. Plata hat seine Schwäche ausgeglichen. Das finde ich schon mal gut. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Unser Ersatztöter, den hat's erwischt. Schauen wir mal in der Champions League, das rheindeutsche Duell Leipzig gegen Wolfsburg entscheidet gerade Leipzig sowas von klar. Genauso wie Sevilla gegen die Roma. Und auch Wolverhampton lässt Bern eigentlich keine Chance. Deportivo Alaves. 14. Jetzt müssen wir in der Liga ran. Wieder in Alaves. Wir liegen hinten. Das wird jetzt interessant, denn Real Sociedad liegt 2-0 vorne, aber Tim Handwerker lässt sich das nicht gefallen. Sein 11. Tor, unglaublich. Elfmeter, Oblak, komm. Boah, knapp vorbei, sehr gut. Dann probieren wir mal wieder Angel Correa. Das hat gut funktioniert. Ja, das geht doch. Genau so weitermachen. Manu Garcia. Damit sind sie nur noch 2 Punkte. Wir verspielen unseren Vorsprung und es sind nur noch 2 Punkte. Mainz aus der zweiten Liga und Gladbach, die sind 5. Ja, das bringt mir aber nichts. Denn ich habe die deutsche Meisterschaft schon gewonnen.
Gut, Girona. Zu Hause. Llorente. Pokal hat seine eigenen Gesetze. Traue Angel Correa. Weiter so. Wir wollen natürlich ins Finale kommen, da brauchen wir nicht reden. Jetzt bemühen wir noch mal unsere Offensivkräfte. Ja, Erling Haaland, sechstes Tor. Enorm wichtig. Jetzt gibt es noch mal einen Wurf für Girona. Finotto. Dreht sich lang in die Mitte. Schlotterbeck zuerst da. Köpft die Nostra gefahren, sondern ist sauber. Schlotterbeck. 1-0 gewinnen wir. Ist eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Osasuna gegen Valladolid. 3-0 vorne. Boah. DFB-Pokalfinale. Sowas gab es auch noch nie in der deutschen Bundesliga. Ein Drittligist und ein Zweitligist. Bayreuth gegen Mainz. Wow. Und damit haben wir. Schauen wir mal. Levante vor der Brust zu Hause. Das machen wir auch. Erster gegen den 18. Monstrinho, Gott sei Dank. 4 Punkte im Moment, die wir vorne sind. Jetzt sind es sogar 5. Wir vertrauen wieder mal unserem Freund Correa. Mit heißem Herzen, aber mit kühlem Kopf, das ist die Devise. Weiter so. Schauen wir mal, was macht der Real Sociedad. 1-1 gegen Gedaffe. Da sollte man es aber auch nicht zu sicher sein. Und selber sollte man vielleicht das auch nochmal machen. Noch ein Türchen. Boah. Haaland. Komm, Haaland ist zu schnell, läuft frei aufs Tor zu dem Machter. Und dann macht das halt jetzt. 80. Minute, 15. Tor. Ja, das ist doch super. Damit sind es 4 Punkte Vorsprung. Sie wollen mit uns verhandeln. Ja, dann verhandeln wir halt. Ich sag euch, wie es ist, das Geld ist mir fast egal. Ich habe keine Ausstiegsklausel. Aber wir müssen fast unterschreiben. Sonst stehen wir nämlich nächstes Jahr komplett ohne Verein da. Das geht leider auch nicht. Tja, das ist jetzt doof. Das heißt, wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall noch in Madrid. Das macht aber nichts. Dann versuchen wir da international was zu reißen. Wir könnten auch dieses Jahr noch das Double machen. Möglich ist es. So, jetzt sind wir in Girona. Halbfinale. Wir wollen natürlich einziehen ins Finale. Osasuna führt gegen Real Valladolid. Damit stehen die eigentlich fest als Pokalfinalist, ganz klar. Und wir machen das wichtige Auswärtstor. João Felix, das 5. Monstrinho macht sein erstes Tor. Damit 2-0 und damit ist eigentlich die Sache erledigt.
damit sollte eigentlich das Finale feststehen. Monsterinho sein zweites Tor, der gefällt mir gut. Obus. Sie wollen wenigstens noch ein Tor machen. Ich versteh's. Juncker. Fabregas. Ist das der Fabregas? Das ist Cesc Fabregas. Natürlich, der spielt jetzt in Girona. Warum auch nicht? Finotto. Auf die andere Seite des Feldes, da steht Fabregas. Und wieder auf die andere Seite, wieder da steht. Ja, oh, kein Mensch. Im Seitenhaus. Jo. Damit ist klar. Ihr seht es hier. Osasuna gegen Atletico Madrid im Pokalfinale. Dafür hauen wir ein bisschen Geld raus, ist ganz klar. Sollen sie kriegen, die Jungs? So. 29. Spieltag sind wir. Wir haben noch ein paar Spieltage vor uns. Freundschaftsspiele sind alle gemacht, aber wir spielen jetzt gegen die Schweiz. Gut. Nee, wir wollen natürlich Technik trainieren. Ferrari. Im Spiel. Grondone gegen Atalanta. Bergamo. Hat das Tor des Monats geschossen, okay. Interessant. Ja, da haben wir ja keine. So, Schweiz. Wir würden uns schon gerne qualifizieren, aber das ist jetzt natürlich ein harter Rückschlag. Ja. Den die Schweiz natürlich versucht auszunutzen. Und das machen sie gut. Muss man ihn lassen. Jawohl, wir können ausgleichen. Glücklicherweise. Aber es wird natürlich. Wow, wir gehen sogar in Führung. Wow. Ja, zumindest die, die noch auf dem Platz stehen. Jawohl. Jetzt schalten wir auf Konto. Es läuft. Sehr gut. Wir sind einer weniger. Man nicht denken, wir spielen ja nicht gegen irgendwen, sondern wir spielen gegen die Schweiz, die ja durchaus was zu sagen hat im Fußball mittlerweile. Ja, damit gewinnen wir 3-1. Bulgarien verliert gegen Deutschland, Norwegen gegen England, Frankreich gewinnt gegen Wales, Italien, Rumänien nur 1-1, Spanien gewinnt gegen Nordirland und wir sind damit wieder Zweite. Sehr gut. So, und jetzt muss ich tatsächlich mal schauen in der Jugend. Der ist tatsächlich Arturo Vidal. Tatsächlich eine. Ja, natürlich. Junge. Den machen wir auf jeden Fall per Vollvertrag. Und ihn auch. Und ihn auch. Und ihn auch, ihr seid ja alle recht krass drauf. Ja, mega. Ja, haben wir jetzt gar keinen mehr oder was? Doch. Doch, haben wir schon noch. Getafe. Neunter gegen den Ersten. 4 Punkte Vorsprung.
Richtig, was für ein Hammer. Figuera. Atletico mit der Ecke. Hakimi bringt ihn rein. Haaland setzt ihn aber neben das Tor. So, hier hätten wir wieder die Chance, was zu machen, denn alles, was ihr da liegt, 2-0 vorne. Ja, wir liegen sogar hintern jetzt. Okay, es wäre nur noch ein Pünktchen. Und da muss jetzt natürlich was gemacht werden. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Landet im Tor aus. Das ist natürlich Katastrophe. Lorient, jetzt komm. Wilson. Da muss einer sein. Hakimi. Okay. Auf geht's. Ich habe keine Lust, dass wir das jetzt noch verteidigen. Ich will diesen Titel. Angel Correa. Wahnsinn. Da muss erst der Correa kommen für den Ausgleich. Erst sein zweites Tor in der Primera Division in der Saison, aber ein ganz wichtiges Barnes. Wilson. Correa. Es sind nur noch 2 Punkte. Jetzt zum Ende der Saison werden wir doch nicht etwa schwächeln. Na gut, wir haben ja noch ein paar Spieltage. Das geht ja noch eine ganze Zeit lang bei uns hier in Spanien. Wir haben ja 39 Spieltage. Richtig gerechnet? Keine Ahnung. Wir schauen, wer ins Champions League Finale einzieht. Wolverhampton, Manchester, das rein englische Finale. 2-1. Halbfinale natürlich. Und die Roma kommt zu Hause nicht um ein 0-0 herum. Wir müssen jetzt ran beim FC Sevilla. Erster gegen 14. Oh. Jetzt hat es aber einen erwischt, bei dem es mir echt leid tut. Jetzt hat es den Handwerker erwischt. Alexander Feher. Prinz Sevilla in Front. Uns geht jetzt echt die Muffe. Im Moment ist es tatsächlich so, dass Real Sociedad die Tabellenführung übernommen hat. Ob man es glaubt oder nicht. Das ist jetzt enttäuschend. Es ist wirklich enttäuschend, was hier gerade läuft. Ecke. Real Sociedad für 3-0 gegen Valladolid. Da wird sicher nichts kommen. Und wir geben nach ewig langer Zeit die Tabellenführung wieder ab. Das ist natürlich katastrophal. Das ist jetzt natürlich katastrophal.
Kann man so nicht anders sagen. Tracy gegen Aston Villa. Das wäre natürlich mega bitter, wenn wir nicht mit dem Meistertitel nach Hause gehen. Aber im Moment haben wir auch nicht verdient. Muss man ganz klar so sagen. Real Sociedad liegt vermutlich hinten. Aber wir auch. Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einfangt. Ja, die Saison wird zu lang gerade. Anscheinend für unsere Jungs. Gelbrot für Handwerker. Ja, es ist echt traurig zum Verzweifeln. Endlich. Denn Real Sociedad kommt direkt unter die Räder. Beim FC Barcelona. Ja. Was machst du da, ja? Menü. Jetzt zu Hause gegen Barça. Dann wollen wir mal. Haaland. Der nächste Innenverteidiger, der uns fehlt. Ja. Auch für die zweite Hälfte gilt volle Konzentration. Was macht Valladolid? Die liegen ganz hinten, genau. Die kommen wohl nicht mehr ran. Und was macht unser Freundesverein? Real Sociedad, sie liegen 1-0 zurück gegen Real und wir liegen jetzt auch zurück gegen Barça. Wir treffen einfach nicht mehr. Ja. Oh Mann, wir kriegen so viele Chancen. Super. Danke für die Lizenz, Leute. Schlotterbeck fällt aus, Monstrinho fällt aus, Hermanos fällt aus und Handwerker fällt aus. Alle fallen so aus. Und meine Stürmer treffen nicht mehr. Wird schwierig. Wir schauen, wer ins Champions League Finale kommt. Man United. Oder Wolverhampton. Die Roma oder Leipzig. Die Roma macht's. Die Roma macht's. Und Wolverhampton. Roma gegen Wolverhampton. Und wir müssen jetzt antreten. Glücklicherweise haben wir da noch jemanden. Der spielen kann. Bei Real.
zum Derby Madrileno. Das sollte hoffentlich Anreiz genug sein, das Derby Madrileno. 81.000 da. Adil Oshishe. Schau, Felix, enttäuschend. Auch Erling Haaland ist in den großen Spielen jetzt nicht da gewesen. Wir können nur schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Rote Karte für Monstrinho. Angel Correa. Der uns mit seinen Toren rettet. Das bringt uns aber alles nichts, solange Real Sociedad gegen Cádiz führt. Aber gegen Cádiz machst du halt auch nichts. Tja, die sind letzter. Es sei ihnen deshalb verziehen. Ja, was machen wir denn? 6 Spiele. Leverkusen scheint es zu machen. Wie schaut es denn unten aus in der Tabelle? Bremen, Hoffenheim und Heidenheim werden wohl absteigen, so wie es ausschaut. Watford will ihn haben, ja. Ich will ihn gar nicht. Ich will nur gegen Cardiff gewinnen. So, jetzt schauen wir, wir führen. Dementsprechend schauen wir nach wo sind sie denn? Ich finde sie mal wieder nicht. Ja, das war sie da. 1:1 gegen Osasuna. Okay. Okay. Ja, Osasuna natürlich, die erhoffen sich auch noch ein bisschen was im internationalen Geschäft. Gut, Barnes, viertes Tor. Damit sollte unseres schon mal einigermaßen geritzt sein, hoffe ich. Nein, Miguel Beaza macht das Tor. Und jetzt gibt es auch noch den Ausgleich. Ja, das ist natürlich kacke. Ja, wir sind zu blöd für den Meistertitel, Leute. Wir sind zu dumm für den Meistertitel. Oh Mann. Zwei Spieltage noch. Mehr Drama geht nicht. Wir sind echt selber schuld. Wir sind sowas von selber schuld. Wir haben es in der eigenen Hand gehabt. Teilweise 7 Punkte Vorsprung. Und jetzt jagen wir einem Pünktchen hinterher und schaffen es aber nicht, unsere Spiele zu gewinnen. Da brauchen wir uns nicht wundern. Serbien. Ausgerechnet der Dusan Vlahovic. Hier noch von der Fiorentina mittlerweile in Turin. Bei der Vecchia Signora. Der alte Name. Auch für die zweite Hälfte gilt. Volle Konzentration. Oh Mann.
Da macht der Handwerker eine Saison mit 10 Toren, die du gar nicht glaubst. Und dann könnte es am Endeffekt sein, dass wir zum Schluss alles verlieren. Unglaublich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir könnten das Double holen, immer noch. Wir können aber auch definitiv alles verlieren. 1-1. Wird auch zu wenig sein. Naja. Ja, und jetzt ist eigentlich klar, wie es weitergeht. Osasuna muss geschlagen werden, sonst haben wir gar keine Chance mehr. Real Sociedad liegt gerade 1-0 gegen Granada hinten und wir vergeigen es total. Ja, wir vergeigen es total. Wir sind zu blöd für den Meistertitel. Wir sind zu doof. Oh mein Gott, wirklich. Granada gewinnt auch noch. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Jetzt spielen wir gegen Granada, alles oder nichts spielen. Erling Haaland. Juan Mata. Angel Correa. Real Sociedad macht das Tor. Danilo, mittlerweile in Granada gelandet. Oh Mann, die Enttäuschung ist riesig. Boah, Leute, wir sind gerade vorne in der Tabelle. Eine Spannung und das ist dieser Wahnsinn. Komm, rein, rein, in eine Box zur Ecke. Gegen wen spielt denn eigentlich Real Sociedad? Gegen Almeria, die haben ausgeglichen. Och Gott. Komm, Almeria. Ja. Real Sociedad geht in Führung. Ja, wir waren so nah dran, Leute. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Wir waren so nah dran. Ein Punkt. Der letzte Spieltag. Wir jetzt gegen Almeria und Real Sociedad auswärts bei Valencia. Wirklich, es ist auch von der Spannung her nicht mehr auszuhalten. Valencia führt. Leute, wir dürfen jetzt nicht verlieren. Wir führen 1-0.
wir werden dir ein Denkmal setzen, mein Freund. Wenn wir das machen. Na, Real Sociedad liegt immer noch hinten. Immer noch hinten. Boah, das Spiel ist aus. Boah, Leute. Boah, Leute. Boah, Gott. Ist das ein Spiel. Deshalb liebe ich Anstoß heute noch. Boah, Gänsehaut, Leute. Ich habe echt Gänsehaut. Bayer Leverkusen ist Meister. Sheffield United ist Meister. Monaco ist Meister. Die Fiorentina ist Meister. Und nun, meine Damen und Herren, präsentiere ich euch den spanischen Meister. Atletico Madrid. Wir haben es geschafft. Aber fragt mich nicht, wie. Atletico Madrid ist Meister 2027. Und damit holen wir unseren zweiten Pokal. Was für eine Saison. Wow. Alter. Heidenheim und Augsburg teilen sich den Torjäger. Heidenheim aber anscheinend abgestiegen. Burkhardt, der Mann ballert eigentlich nur so rum. Für Mainz 17 Tore mal wieder. Ingelsson von Rostock 18 Tore. Nollenberger für Bayreuth 13 Tore. Ist klar, Bayreuth rockt alles gerade in Deutschland. Oliver Burke Berg mit 18 Toren. Mavididi 15 Toren. Tammy Abraham mit 20 Toren. Erling Haaland mit 17 Toren. Glückwunsch an Erling Haaland. Und wir machen das mal wieder in die Fremdsprachenkenntnisse. Die meisten Punkte in einer Saison aufgestellt. Jawohl, sie haben damit den höchsten Zuschauerschnitt übertroffen. Jo, glaube ich. Wir brauchen auch immer gut alles verkauft. Ja, Wilson kann es schon mal nicht machen. Der Handwerker ist wieder da und er muss definitiv spielen im Finale. Wahnsinn. Cool. Finde ich geil. Wir haben unseren zweiten Titel. Also wir machen auf jeden Fall eine Meisterfeier und die machen wir nach dem Pokalfinale. Und da machen wir dann noch eine. Wo haben wir sie? Ja. Saisonabschlussfete. So. Double. Können wir das Double holen? Oh, Barca kann die Euroleague gewinnen. Spannendes Spiel, 1-1. Olympique Lyon geht wieder in Führung und holt die Euroleague. Ja, klare du ruhig. So. Schlotterbeck ist auch wieder da. Und Korea ist wieder da, also frisch gebackener Meister. Osasuna gegen Atletico. Wir machen es jetzt im Kampf nur. Ah, schau, Felix ist sein erstes Tor. Er ist sein sechstes Tor, aber das erste Tor im Spiel. 99.000 Zuschauer, fast 100.000 Zuschauer schon dieses Spiel an. Loriente, wir können das Double holen. Das sieht gut aus, dass wir wirklich die Doublette holen. Doubletta! Das Double. Ob Lacazette durchschaut, er ist nicht umsonst einer der besten Torhüter der Welt. Gelb für Handwerker, aber ist egal. Handwerker spielt auf jeden Fall durch. Der hat es verdient. Er war schon beim großen Saisonfinale nicht dabei. Jetzt muss er dabei sein. Hergehen.
Was für eine Saison. Wir krönen uns eventuell tatsächlich mit dem Double. Haaland, wenn er den jetzt macht, nein, macht ihn nicht. Wenn wir jetzt das dritte Tor irgendwie hinkriegen, dann ist es mir klar, dann haben wir gewonnen. Aber das sollten wir auch so gemacht haben. Oh, very good. Oh, war das knapp. Danny Säge, Davy Säge. Kann es nicht machen. Wir gewinnen das Double. Leute, wir gewinnen das Double und wir sammeln fleißig Titel und Bayreuth aus der dritten Liga gewinnt den DFB-Pokal. Chelsea gewinnt den DFB-Pokal, den englischen Pokal. Da drin den französischen, Cagliari den italienischen und den spanischen Pokal, den Copa del Rey, gewinnt Atletico Madrid. Double. Schön war's. Ja, damit haben wir Spanien auch abgeschlossen. Mehr als man nur erwarten konnte mit dem Double. Die Fans feiern jetzt ausgelassen. Jetzt schauen wir mal, die Roma oder Wolverhampton geht das Ding nach Italien oder nach England. Im Moment weiß man es noch nicht genau. Im Moment geht er nach England, ja. Das Ding geht nach England zu Wolverhampton. Boah, was für eine Saison. Schauen wir nochmal auf unseren Erfolg. 2 Punkte Vorsprung zum Schluss. Dank Valencia, muss man ganz klar sagen. 1,4 Millionen haben wir damit. Und kaufen gar nichts. Wir können uns nämlich noch nichts leisten, haben aber Trainererfolge vorzuweisen, und zwar den Meistertitel und den Pokal. Insgesamt 210 Ligaspiele gemacht. Zweimal Meister, einmal Pokalsieger, einmal Supercup-Sieger. Zweimal Trainer des Jahres. Ah, Wolverhampton holt auch gegen Montevideo den Cup. Oder doch nicht. Sah so klar aus. Doch. Jetzt wird es dann doch klar. Ja, wir sind natürlich auch in Spanien Meister geworden und dementsprechend auch ganz klar Trainer des Jahres. Spieler des Jahres, lasst mich raten, könnte zumindest in bei uns in Spanien sein, Erling Haaland. Ja, ganz klar. Europas Fußballer des Jahres. Marcos Llorente von Atletico Madrid. Wir haben den Spieler des Europas, Spieler des Jahres 2027 in unseren Reihen. Wow. Finanzamt kassiert mit. Der Verband in Spanien würde gerne eine Änderung aufeinander folgen. Würden Sie damit einverstanden? Nein. Das ist der Blödsinn. Die ersten drei. So. Dann unterschreiben wir hier beim Fixvertrag und gehen mal ein bisschen in die Kalkulation. Wir werden gehandelt auf Platz 1. Okay. Zu Recht, würde ich mal sagen. Da heben wir mal ein bisschen an.
wird jetzt lustig verglichen. Auf 2 Jahre. Ja, okay. Okay. Das Ganze allerdings wirklich nur auf 2 Jahre. Okay. Boah, 5 Jahre, ne. Auf keinen Fall. Geh runter mit den Jahren, nein. Ja, schon am besten, ne? Dann nehmen wir ihn hier. Annehmen. So, 8 Millionen kriegen wir von Adidas. Gut, machen wir mal weiter. Hakimi wird unser neuer Mann. Jetzt haben wir den neuen Werberekord aufgestellt hier. Zebardelle. Amateurverein. So. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, wir haben ein sehr illustres Feld hier an Spielern. Das ist unser kleiner Kader. Wir brauchen auf jeden Fall noch was links. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge in Ruhe an. Nochmal, hier, genau. Geld haben wir nochmal gekriegt, damit kaufen wir uns jetzt ein Häuschen am Trainingsgelände. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir können stolz sein auf das Erreichte. Was jetzt natürlich schwer wird, ist, genau, in der nächsten Saison weiß ich nicht, wo wir sein werden. Das ist gut, denn wir kriegen jetzt wieder Angebote. Ja. Das ist gut, so. Wir werden dieses Jahr erstmals in der Champions League spielen. Ich will unbedingt ein paar Champions League Spiele haben. Nee, stimmt nicht. Tut mir leid, ich korrigiere mich. Wir haben natürlich mit dem Club in der Champions League gespielt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Haben wir mit dem Club Champions League gespielt? Ja, müssen wir eigentlich. Mit wem sonst? Ich glaube schon. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal. Und seid auch weiterhin dabei, wenn wir jetzt auf die Reise gehen nach nur noch 3 Titeln, die uns fehlen. Die da wären der nationale Titel, der Meisterschaftstitel in Frankreich, in England und in Bella Italia, in Italien. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr seht zum Schluss nochmal unsere Bilanz. Wir sind bei 52% gewonnener Spiele. Das ist sehr gut. Wir haben auch schon einiges vorzuweisen an Erfolgen. Wir waren 2x Meister. Sind seit 7 Jahren Trainer. Sind seit 2 Jahren im Verein. Und haben, wir sind erst 44 Jahre alt und haben schon 8 Länderspiele hinter uns. Da sind wir auch noch da. 3x Trainer des Jahres. Respekt. Und jetzt wird es mal Zeit, dass wir vielleicht auch international was reisen. Wobei das jetzt nicht unbedingt so wichtig ist. Aber vielleicht klappt es ja. Sieht ganz gut aus. Bleibt auf jeden Fall dabei.
Würde mich freuen. Ja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr da seid. Buenas noches. Schlaft gut. Wann immer ihr auch dieses Video seht oder steht schön auf. Habt einen schönen Tag. Macht coole Sachen. Spielt Anstoß. Euer Kreuzabt. Ciao und tschüss.